Servus, Mahlzeit, hallo, liebe Mystery-Freunde. Ihr habt es natürlich mitbekommen, in Sachen UFOs/UAPs hat es ja eine öffentliche Anhörung gegeben vor einem Ausschuss des US-Kongresses. Und da haben sogenannte UFO-Whistleblower unter Eid ausgesagt, was sie so zum Thema UFOs und auch außerirdisches Leben wissen oder zu wissen glauben. Das ging so knapp über 2 Stunden. Ich habe es mir auch angeschaut und da waren bis über 110.000 Personen live dabei bei diesem Livestream, bei dieser Live-Übertragung. Und wie ich gesehen habe, derzeit sind es 900.000 oder fast 1 Million Views, die diese knapp 2-stündige Anhörung da inzwischen erreicht hat. Anwesend waren 3 Personen, 3 Zeugen, die über das Phänomen der UAPs zu berichten wussten. Das wusste man schon im Vorfeld. Sie waren ja schon angekündigt, dass sie da sind. Das war einmal Ryan Graves, ein Ex-Pilot der US Navy. Dann David Fravor, ein Ex-Kommandant der US Navy. Und natürlich zu guter Letzt David Grush, ein Ex-Geheimdienstoffizier. Und der war auch bei der UAP Task Force der USA, also ein UFO-Ermittler. Quasi im öffentlichen Dienst, im Dienst des Staates der Vereinigten Staaten. Und gerade er macht ja in den letzten Wochen oder in der letzten Zeit enorm von sich reden, aufgrund seiner Aussagungen in Sachen UAPs und Geheimhaltung des Phänomens in den USA und was er da so alles von sich gegeben hat in Interviews, die ja wirklich medial gegangen sind, auch teilweise in Deutschland in der Mainstream-Presse. Und aktuell wird auch in Deutschland in der sogenannten Mainstream-Presse über diese Anhörung da berichtet, allerdings recht zurückhaltend. Und wie ich das so gesehen habe, zum Beispiel am Spiegel habe ich da etwas gesehen und so, berufen die sich hauptsächlich meistens auf DPA-Meldungen, die sie dann teilweise so ein bisschen umgeschrieben haben. Aber so wie es auch Skeptiker, UFO-Skeptiker, aber auch UFO-Befürworter im Vorfeld dieser Anhörung schon sagten, es wird wahrscheinlich bei dieser Anhörung nichts Neues herauskommen. Und grundsätzlich war es auch so. All das, was da ausgesagt wurde, haben wir schon in den vergangenen Wochen, Monaten oder teilweise sogar Jahren in Artikeln, in Presse, in Zeitungen, in Interviews, überall gelesen. Hier ist allerdings der große Unterschied, der feine Unterschied, dass das alles unter Eid geschehen ist. Also hier wurden diese Zeugen, diese UFO-Whistleblower, nennen wir sie nochmal wieder so, tatsächlich vereidigt und sie standen halt unter Eid und haben diese Aussagen dann wiederholt. Allerdings nicht alle wiederholt, denn teilweise, vor allem der David Grush, hat sich da so ein bisschen mehr zurückgehalten. Wenn man seine Aussagen in der Vergangenheit noch einmal so sich zu Gemüte führt in Sachen nicht-irdische Biologien oder Lebensformen und riesige UFOs und Stadiongröße etc. pp., das werdet ihr, wenn ihr euch das für dieses Thema interessiert, natürlich alle mitbekommen haben. Vorab unten in der Beschreibung werde ich euch mal 3 PDFs verlinken. Das sind so die Eingangsstatements bzw. die Statements dieser 3 Zeugen dort, die sie da von sich gegeben haben. Die könnt ihr euch da herunterladen, noch einmal alles durchlesen. Das sind 3 Links und das wird dann direkt ein Download zu den entsprechenden PDFs sein. Aber interessant ist sowas natürlich allemal für uns Mystery-Interessierte, vor allem halt, ich muss es noch einmal unterstreichen, da es unter Eid erfolgt ist. Aber was genau wurde da eigentlich gesagt in diesen über 2 Stunden? Und das soll hier nur ganz kompakt zusammengefasst werden, denn es wurde ja unglaublich viel gesagt, ist da klar, über 2 Stunden, bla bla bla, und Fragen stellen und hin und her. Und die Hauptaussagen möchte ich hier einmal herausfiltern und zusammenfassen in diesem Video. So betonte zum Beispiel Fravor, dass dieses berühmte Tic-Tac-UAP von 2004, ihr kennt ja alle diese Videoaufnahmen von der US Navy, dass das tatsächlich irgendetwas Unmögliches gewesen sein muss. Denn damals, heute und in den kommenden 10 plus Jahren würden wir so eine Technik nicht haben. Sie wäre der aktuellen Technik der USA weit überlegen, so hat er es gesagt. Und alle 3 Zeugen betonen auch, dass diese UAPs tatsächlich den USA feindlich gesinnt sein könnten. Ohne jetzt spezifisch darauf einzugehen, wo mögen sie denn hergekommen sein. Aber auch wird betont, dass 95% der UFO-Sichtungen von Piloten gar nicht erst gemeldet werden. Also quasi nur 5%.
5% würden irgendwie an höhere Dienstgrade und höhere Dienststellen weitergegeben. Wir haben da etwas Seltsames detektiert oder sogar mit eigenen Augen gesehen. Das ist schon unglaublich. 95% ist sowieso in der UFO-Forschung eine interessante Zahl, da es ja immer heißt, 95% der UFO-Sichtungen werden durch natürliche Phänomene, Irrtümer etc. pp. Aufgeklärt werden. Aber hier heißt es, dass tatsächlich nur 5% der Zeugen von irgendwelchen militärischen Behörden oder Teilbereichen, Navy, egal, diese Sichtung auch tatsächlich melden. Das wäre ja unglaublich. Und es gibt natürlich auch eine Aussage, warum sie das nicht tun. Ja, Repressalien. Sie haben Angst, dass sie da irgendwie Probleme bekommen und so etwas. Das hören wir ja auch schon seit Jahrzehnten, auch von zivilen Verkehrspiloten. Aber diese Aussage ist da unter Eid auch gefallen. Weiter wurde dann auch betont, dass es angeblich geheime Aufnahmen von UAPs gibt, die von Satelliten angefertigt wurden. Die würden top secret sein, gesehen haben wir sie nicht in der Anhörung. Und diese Flugmanöver, die diese seltsamen Objekte da durchführen oder durchführen sollen, die würde kein Mensch überleben. Aufgrund der G-Kräfte bei der Beschleunigung und also etwas ist da ein Mensch drin, ein menschlicher Pilot, er würde quasi zerquetscht werden. Auch das wurde betont, auch das haben wir im Vorfeld schon gehört in Sachen Phänomen der UFOs und UAPs auch schon lange vor diesen aktuellen Ereignissen, die jetzt seit knapp 6 Jahren sich da so ein bisschen in den USA wandeln. Das wurde schon vor Jahrzehnten berichtet und da haben dann ja auch die Skeptiker immer wieder gesagt, nein, das ist ja unmöglich, eine biologische Lebensform in so einem Objekt, das irgendwie so still steht und dann quasi im Bruchteil einer Sekunde auf so und so viel 1000 Meter Höhe beschleunigt. Eine biologische Lebensform würde dann einfach nur ein Haufen Gelee werden, würde dann quasi zermatscht werden. Aber auch das wurde in dieser Anhörung hier noch einmal betont. Und deshalb hätte auch die USA bzw. das US-Militär in ihrer Sammlung, in ihrem Sammelsurium an Waffen und Kriegstechnologie quasi nichts Vergleichbares. Und natürlich kam dann auch wieder zur Sprache, dass es seit Jahrzehnten ein geheimes Programm gibt zur Bergung von abgestürzten oder gelandeten UAPs oder Teilen von diesen. Das wäre seit Jahrzehnten im Gange am Kongress vorbei. Der würde da im Dunkeln gehalten werden. Da würden Angestellte der Regierung auch mit privatwirtschaftlichen Unternehmen bzw. Firmen zusammenarbeiten und solche abgestürzten, / gelandeten UAPs weltweit sich aneignen und einkassieren und dann, irgendwo verbergen im Geheimen. Und das alles würde selbstverständlich mit Steuergeld der Bürger der USA vonstatten gehen. Das wäre also ein Unding, da der Kongress ja überhaupt nicht darüber informiert wäre. Das haben wir auch im Vorfeld schon gehört, aber das wurde hier dann noch einmal unterstrichen. Grush betont auch, dass einige dieser UAPs auf jeden Fall nicht irdisch seien und auch Piloten, also deren Insassen, geborgen wurden. Das wären nicht menschliche Biologien gewesen, beziehungsweise ganz einfach Aliens, außerirdische. Und er habe von Dutzenden von glaubwürdigen Zeugen davon gehört, die ihm das erzählt haben, als er bei der UAP Taskforce aktiv war. 4 Jahre war er dort quasi ein UFO-Ermittler und das hätten sie ihm berichtet und bestätigt, aber er verweist auch immer auf Fragen dort bei dem Ausschuss, ja, wer und wie und in welchem Zusammenhang, nennen Sie doch mal Namen, Fakten, Beweise, das könne er aufgrund der Geheimhaltung so erstmal nicht sagen, aber er würde so in einer nicht öffentlichen Anhörung auch Listen geben bzw. Namen nennen von Personen, von Verantwortlichen, von Instituten bzw. Firmen, die damit zusammenarbeiten und damit zusammenhängen. Das möchte er aber öffentlich nicht sagen. Das hat natürlich wieder Potenzial für die Zukunft, für zukünftige Anhörungen, für zukünftige Spekulationen in der UFO-Community, in der UFO-Forschung. Wird er die Liste erstellen oder noch genauer erstellen? Wird er tatsächlich mal Fakten und Beweise liefern? Denn all das sind ja nur Aussagen und er betont ja auch, er hat es selber nicht gesehen. Nur gehört, er hätte Dokumente und Bilder gesehen, aber das sind natürlich alles keine Beweise, es sind keine handfesten Fakten, die
war zu erwarten, natürlich dieser Untersuchungsausschuss in einem großen Anführungszeichen natürlich jetzt auch nicht gebracht hat. Das wäre ja auch ein Wunder, wenn er ja sagt, ja guck hier, hier habe ich mal so einen Unterarm von so einem abgestürzten Alien mitgebracht, der da gestorben ist. Bitte, hier habt ihr einen Beweis. Da hat natürlich kein Mensch mit gerechnet, dass so etwas da geschehen wird. Und es bleibt natürlich auch immer so eine dunkle Vermutung, so ein kleines, irgendwie so ein ungutes Gefühl bei dieser Angelegenheit, und zwar in Sachen Desinformation. Vielleicht wurde vor allen Dingen David Grush einfach falsch informiert. Ihm wurden falsche Klamotten vorgelegt, falsche Fakten, damit er als Whistleblower an die Öffentlichkeit geht und diese Sachen verbreitet, um dann wieder von irgendetwas ganz anderem abzulenken. Vielleicht wurde er quasi nur verarscht und ist quasi eine Marionette, ohne dass er es weiß. Weil er sagt unter Eid, meinetwegen die Wahrheit, weil er hat es gesehen, er hat es gehört, er hat aber keine Beweise, aber vielleicht hat er es eben gehört, weil diese Sachen falsch an ihn herangetragen wurden, mit voller Absicht. Eine Verschwörungstheorie, ganz klar, eine reine Vermutung. Die Möglichkeit muss man aber tatsächlich bei diesem ganzen UFO-Spektakel, Skeptiker und Kritiker sagen ganz gerne UFO-Zirkus, muss man aber tatsächlich auch in Betracht ziehen. Auch wenn er betont, dass das hochrangige Zeugen gewesen wären und deren langjährige und glaubwürdige Geschichte von Loyalität und Dienstpflicht für die USA außer Zweifel steht. Es wurden auch einige UFO-Fallbeispiele genannt, zum Beispiel ein UFO in Würfelform, was vor 20 Jahren, also 2003, auf der Air Force Base in Vandenberg in Kalifornien erschienen ist. Da ist es so 45 Sekunden lang herumgeflogen. Sehr viele Zeugen hätten das gesehen und diese UAP könnten auch die Bordelektronik von Flugzeugen stören. So eine Technologie wäre überhaupt nicht bekannt von irgendwelchen irdischen Gegnern, aber diese UAPs könnten das tatsächlich irgendwie durch irgendeine unbekannte Technologie machen. Grush betont auch weiterhin, es gibt immer wieder Schikane von Zeugen und von solchen Geheimnisverrätern, sogar von Morden spricht er, dass also tatsächlich irgendwelche Leute ermordet wurden und ihm selber als Ermittler bei der UAP Task Force wurde der Zugang zu einigen Dokumenten bzw. zu einigen wichtigen Unterlagen verweigert. Er hat keinen Zugang bekommen, das war alles Top Secret und diese ganze Geheimhaltung wäre bei weitem maßlos übertrieben. Alle drei sprachen sich auch dafür aus, für mehr Transparenz etc. etc. Da das amerikanische Volk ein Recht darauf hätte zu erfahren, was denn am Himmel über deren Staatsgebiet vor sich geht. Aber eigentlich, wenn man sich nochmal daran erinnert, dass die Amis angeblich überall abgestürzte und gelandete UFOs einkassieren, eigentlich würde das dann ja global gelten, weltweit. Warum jetzt UAPs unbedingt ein spezielles Interesse haben sollten an der USA, ist natürlich fraglich. Natürlich immer, wenn man im Hinterkopf behält, dass hier angeblich extraterrestrische oder außerdimensionale Piloten drin sitzen. Denn auch das kam natürlich schon zur Sprache, dass das nicht irgendwie klassische Aliens sind, die von A nach B fliegen, irgendwie durchs Universum mit irgendwie Raumschiffen oder irgendwie so etwas. Aber all das haben wir im Grunde genommen schon vor Jahrzehnten gehört. Auch das, was jetzt aktuell da vor diesem Ausschuss, da vor dem US-Kongress ausgesagt wurde. Wir haben immer noch keine handfesten Beweise. Wir können es glauben, wir können es nicht glauben und so wird es weiter in Zukunft immer noch spannend sein in Sachen UFO-Forschung, unerklärliche Phänomene am Himmel, aber bedeutend, was ich am Eingang schon sagte, was ich mehrfach sagte, bedeutend ist in diesem Fall, dass hier unter Eid ausgesagt wurde, ja, so ist es, das habe ich gesehen, auch der ehemalige US-Navy-Kampfpilot dort, nein, ich habe es so gesehen und das war so und ich kann es mir nicht erklären und so eine Technologie existiert nicht, zumindest nicht in den USA und nicht, dass wir es wissen und das habe ich gesehen, was ihr da jetzt von haltet, was ihr daraus macht, das ist euer Problem, aber ich sage nur das, was ich gesehen habe und genau das sagt ja der Grush auch, ich habe da ein Dokument gesehen, ob das jetzt echt ist, wissen wir nicht, wir haben das Dokument nicht, vielleicht wird es in Zukunft irgendwie an die Öffentlichkeit kommen, schauen wir mal, warten wir mal ab. Dennoch sei das Phänomen
auch natürlich selbstverständlich ein Thema für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten. Selbstverständlich ist klar, man will wissen, was fliegt da rum, wer ist das? Sind das irgendwelche bösen Drittstaaten, die uns ausspionieren oder so etwas? Und wären es nicht irgendwelche bösen Drittstaaten, dann wäre das Phänomen auf jeden Fall ein Thema für die Wissenschaft. Und natürlich, wir wissen alle, ein Phänomen der UAPs, wenn sie irgendwie nicht irdisch sind, ist natürlich ein Thema für die Wissenschaft. Ja, so viel, nur so eine Zusammenfassung der über 2 Stunden dort, so die wichtigsten Fakten, was da gesagt wurde, mal herausgefiltert. Und ihr werdet es natürlich mitbekommen haben, wie ich erwähnte, all das haben wir im Vorfeld schon gewusst, durch verschiedene Interviews, durch verschiedene Zeitungsberichte und durch verschiedene Podcast-Sendungen, wo auch solche Aussagen immer mal wieder gefallen sind. Ja, ihr könnt mir trotzdem gerne ein Feedback unten geben. Glaubt ihr, jetzt gibt es einen großen Wandel in Sachen UAP-Forschung, UFO-Forschung? Was haltet ihr von der ganzen Sache? Gebt doch gerne einen Daumen hoch und lasst ein Abo hier, wenn euch solche Mystery-Files-Themen interessieren. Dann sage ich mal, ciao, tschüss, euer Lars.